Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, AktivistInnen, PolitikerInnen, die Gendersprache, bahnt sich ihren Weg immer weiter in die Mitte der Gesellschaft. Also immer mehr Menschen sind damit konfrontiert. Ja, dann Regenbogenfahnen, LGBTQ, Transgender. Also das sind Begriffe, mit denen wir immer häufiger zu tun bekommen, also die uns ja immer häufiger präsentiert werden. Und in diesem Video möchten wir einfach mal ja zu dritt ein bisschen über ja unsere eigenen Eindrücke zu diesem Thema sprechen. Und dafür habe ich zwei Gäste, und zwar einmal die Megan, die selber auch eine Transgender-Vergangenheit hat, und zum anderen auch Hannah Jüngling. Am besten stellt ihr beiden euch selber erst noch mal ganz knapp vor, würde ich sagen. Fangen wir doch mit dir an, Megan. Ich bin Megan und wir hatten ja bereits auf deinem Kanal hier ein Video gemacht über die Frage, kann man überhaupt in einem falschen oder in einem falschen Körper geboren werden? Und es ist einfach ein Teil meiner Lebensgeschichte, mich sozusagen in einem Körper befunden zu haben, als ich jugendlich war, wo ich nicht wusste, ob das mein richtiger Körper ist und wer ich überhaupt bin. Und diese Lebensfrage, ob ich Mann, Frau bin, hat mich dann dahin geführt, zu sagen, das auseinanderzunehmen. Was ist das Yin im Leben? Was ist das Yang im Leben? Und wie existiert es in uns allen, egal ob wir Mann oder Frau sind? Und über diesen Weg bin ich dann, jetzt im Hier und Jetzt als Frau gelandet. Genau. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, Frau Jüngling, dann stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, wir haben ja auch schon Interviews gemacht, allerdings weniger zu persönlichen Themen. Ich bin aber trotzdem mit dem Thema jetzt nicht direkt, aber indirekt auch befasst, weil ich bin ja Autorin, Musikerin und auch Autorin, und ich habe vor einigen Jahren auch mal ein Buch geschrieben, das hatte den Titel Apostola Abscondita und befasste sich mit dem Thema Frau und Kirche. Und ich bin da bei meinen Recherchen auch auf sehr interessante Dinge gestoßen, die vielleicht auch interessant sein könnten in Bezug auf diese ganze Transgender-Gender-Geschichte hier und heute. Dass es nämlich keine völlig neue Geschichte ist heutzutage, sondern dass das auch zurückreicht in unsere eigene Geschichte, überhaupt auf so eine Idee zu kommen, dass ich als Einzelner gewissermaßen eine Befugnis oder Herrschaft hätte oder auch über einen anderen Menschen das Geschlecht zu bestimmen. Ja, alles klar, sehr schön. Dann würde ich sagen, dann beginnen wir einmal ich würde sagen, wir sprechen erstmal darüber, wie ist das Ganze denn überhaupt so in unser Leben getreten oder wie ist das Ganze an uns herangetreten? Also was ist unser persönlicher Bezug dazu? Also beide von euch habt von Ihnen, es ist jetzt schwierig, das muss ich jetzt an der Stelle nochmal erklären. Frau Jüngling möchte gerne gesiezt werden. Megan bevorzugt das Du. Wenn ich jetzt in der Pluralform spreche, ist es jetzt schwierig für mich abzuwägen, dann versuche ich in der Pluralform von Ihnen zu sprechen. Also beide von Ihnen haben ja jetzt schon erste Eindrücke gegeben, was das Thema jetzt persönlich für Sie bedeutet. Megan, willst du vielleicht nochmal so eine kleine Erklärung abgeben, was Transgender überhaupt ist? Also jetzt mal erklärt für jemanden, der sich noch nie mit diesem Thema beschäftigt hat, der im Fernsehen immer so diese Proteste sieht, die Regenbogenfahnen. Was hat es überhaupt damit auf sich? Also beginnen wir erstmal so ganz bei der Basis, würde ich sagen. Ja, also es geht sozusagen um einen Menschen, der in einem Geschlecht geboren ist, ob jetzt als Frau oder Mann, und sich sozusagen damit aber nicht identifiziert, also sozusagen nicht mal sagt,
Da gibt es ja auch so die Diskussion schon darüber, ich wechsle mein Geschlecht oder ich operiere mich um, nein, sondern ich gleiche mein Geschlecht an. Also es geht eigentlich um eine Geschlechtsangleichung, weil Menschen, die sich als Transgender bezeichnen, der Meinung sind, das, was man sozusagen sieht, ist einfach von Geburt an nicht das, was sie fühlen. Das heißt, ja, einfach mal ganz einfach ausgedrückt, eine Frau, die oder ein Mensch, der geboren wird mit Brüsten und im gesellschaftlichen Sinne eine Frau ist, rein äußerlich betrachtet, also rein äußerlich, damit identifiziert sich der Mensch nicht, weil er findet, er ist ein Mann in der Gesellschaft gesehen und ein Mann in der Gesellschaft hat sozusagen einfach zum Beispiel keine Brüste. Das heißt, es geht einfach darum, eine Geschlechtsangleichung stattfinden zu lassen, um sich sozusagen wohlzufühlen, hier auf der Erde, in dem Körper, den man sozusagen bekommen hat. Und ja, diese Bewegung, die verstärkt sich rasant in den letzten Jahren. Also ich weiß noch, wo ich das erste Mal auf einem CSD war mit 14, jetzt bin ich 29. Und da waren vielleicht, es war in Leipzig und ich habe so beide Vergleiche, eben Leipzig damals und Leipzig jetzt vor einem Jahr. Und da waren es vielleicht 10, wenn es hochkommt, dass ich das wirklich, also ich habe nicht 10 gesehen, aber vom Gefühl würde ich jetzt mal sagen 10, ich habe vielleicht 2 gesehen. Mhm. Und jetzt überall von einem Jahr, wo ich auf dem CSD war, egal ob ich meinen Blick nach links, rechts, vorne, hinten bewegt habe, überall waren da tatsächlich nicht die Regenbogenflaggen auch zu sehen, sondern die Transgender-Flaggen, die haben ja auch eigene Flaggen und Menschen, die eben oberkörperfrei mit einer Mastektomie, das heißt mit einer Brustentfernung, sichtbar sozusagen sich bewegt haben und auch sehr, sehr jung waren. Also teilweise hatte ich das Gefühl, und auch wenn ich weiß, dass viele Menschen dahingehend auch immer jünger aussehen, aber dass sie knapp 18 oder vielleicht sogar unter 18 waren, was mir wirklich sehr stark aufgefallen ist. Und ja, wo ich das Gefühl hatte, ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Also ein wirklich rasanter Anstieg. Und das habe ich auch mitbekommen, weil ich in einer Trans-Mann-Gruppe war auf Facebook, die auch täglich gestiegen ist, was ich Wahnsinn fand zu der Zeit. Ja. Ja, also sehr interessant. Also du sagst so, dein Eindruck ist definitiv der, dass diese Bewegung extrem zunimmt, ja, also dass die Popularität dieser Bewegung rasant steigt. Da würde ich jetzt gleich mit der ersten Frage dann mal einsteigen. Was ist der Grund dafür? Also gab es diese, also das können wir jetzt wahrscheinlich nicht eins zu eins beantworten, aber meine Frage ist so, schlummert es bereits schon seit langem im Menschen, diese Unzufriedenheit mit sich selber, oder ist es ein Trend, der relativ neu ist? Ja, also, dass man mit dem eigenen Geschlecht, mit dem eigenen Körper unzufrieden ist. Sind das möglicherweise Einflüsse aus dem Außen, Einflüsse von den Medien, Einflüsse durch die Erziehung, die es bewirken, dass die Menschen sich nicht mehr in ihrem eigenen Körper zu Hause fühlen, oder ist das, ist das eine naturgegebene Eigenschaft, die jetzt nur langsam sich ihren Bahn bricht? Ja, also das würde ich heute ganz gerne mal so behandeln. Frau Jüngling, möchten Sie vielleicht da Ihre Meinung zu preisgeben? Naja, Sie haben ja jetzt schon, also ich wollte noch kurz was sagen zu dem Sie. Sie können ruhig ihr sagen, ich möchte nur nicht geduzt werden. Das ist alles. Aber ich bin ja eigentlich eine Verfechterin des ihr, ja, so wie es mal wirklich sehr fühlt, weil das die direkte Anrede ist und nicht dieses Sie ist ja eigentlich in der dritten Person Plural. Das ist nicht günstig, aber immerhin noch eine Höflichkeitsanrede. Also Sie können ruhig ihr sagen in Bezug auf mich, das passt. Ja, also wenn Sie dann uns beide ansprechen, die Megan und mich. Ja, also Sie haben ja in Ihrer Frage jetzt schon ganz viele Antworten oder mögliche Antworten impliziert.
Und es deutet auch an, dass es natürlich aus meiner Sicht eine ganz komplexe Problematik ist, die auch nicht einfach heute angefangen hat. Also es gibt ja auch jetzt bei den super kritischen Leuten, also für die das gesamte Untergang des Abendlandes irgendwie mit diesem Gender-Thema identifiziert wird, gibt es ja so eine Vorstellung, ja, früher vor der Frauenemanzipation war das alles klar und jetzt ist jetzt plötzlich alles durcheinander gekommen. Und da würde ich sagen, das ist eine Illusion. Das stimmt natürlich gar nicht, ja. Und ich kann jetzt das nicht in einer totalen Tiefe alles aufrollen, wovon ich glaube, dass es mit der Fragestellung zusammenhängt. Es hängt natürlich mit einem niemals wirklich ausgeglichenen Verhältnis zwischen Mann und Frau zusammen. Also unsere Geschichte zeigt uns ja, dass das dass man immer versucht hat, eine Hierarchisierung zwischen männlich und weiblich reinzubauen, wobei das Männliche oben und das Weibliche unten ist, bis hin zur Versächlichung auch des Weiblichen. Das konnte natürlich den Frauen nicht gefallen, das ist doch logisch. Und den Männern auch nicht, ja, also letztendlich nicht, ja, weil sie ja dann auch nicht mehr das Gegenüber haben, das sie sich gewünscht hätten. Woher kommt das Ganze? Ich kann nicht sagen, wer diese ganzen Ideen in die Menschheit eingespeist hat, auf jeden Fall. Worauf ich irgendwann gekommen bin, das ist einfach dieses, dass die Frau gewissermaßen einfach eine ausgelagerte Funktion des Männlichen sei. Also das ist tatsächlich in unserer Geschichte so aufgefasst worden, mit der Einführung auch von Aristoteles in die scholastische Philosophie. Da kamen dann diese ganzen Debatten auf, die Frau ist eigentlich gar kein richtiger Mensch. Der Mensch ist nur der Mann und die Frau ist eine Funktion des Männlichen, weil er selbst jetzt nicht gebären kann. Er braucht die Frau dafür, dass sie eben gebärt und die Kinder dann großzieht. Aber eigentlich gehört das alles in das Wesensbild des Mannes, ja. Und natürlich muss dann die Frau versächtlicht werden, daher auch dann dieser Begriff das Weib oder das Mensch, der Mensch und das Mensch. Also der Mensch ist der Mann, das Mensch ist die Frau. Und bis hin zu Schriften dann in der frühen Neuzeit, also 16. 17. Jahrhundert, die den Titel hatten, die Frau ist kein Mensch. Wo dann also seitenlang abgehandelt wird philosophisch, warum die Frau eigentlich gar kein vollgültiger Mensch sei. Ja? Darauf basieren dann auch Gesetzgebungen und Ausschlüsse der Frau. Also zum Beispiel, die Frau darf sich in der Öffentlichkeit nicht als sie selbst zeigen. Zum Beispiel auf Theaterbühnen, die Rolle der Frau wurde dann von Männern gespielt. Also im Grunde genommen das hat eine Verwandtschaft irgendwo zu der ganzen heutigen Frage. Auch die ganze Problematik, dass man Männer oder Kinder, Knaben kastriert hat, um eben in kirchlichen Chören vor allen Dingen, also die Cappella Sistina zum Beispiel im Vatikan, um die weibliche Stimme jetzt nicht mehr durch die Knabenstimme zu repräsentieren, was man bis dato gemacht hatte, sondern durch einen erwachsenen männlichen Menschen, den man aber geschlechtlich so verändert hat, dass er eigentlich weiblich wirkt. Von der Stimme her, teilweise auch sogar vom Äußeren her. Diese Verstümmelung, die eigentlich nach dem Kirchenrecht verboten war, aber von den Bischöfen trotzdem auch auf kriminelle Weise, muss man sagen, praktiziert wurde, weil die haben ja die Knaben irgendwie entweder eingefangen oder auch abgekauft von ihren Eltern, um das zu machen. Weil man musste ja vor der Pubertät das Ganze dann sozusagen in die Richtung lenken. Auch das hat man durch eine Ideologie von einem übermenschlichen Engelszustand, der also auch mit dem Zölibat dann teilweise identifiziert wurde, ein Bild oder eine Idee davon geschaffen, dass es ein drittes Geschlecht gäbe. Das wurde auch tatsächlich so genannt. Also das waren
das waren dann die Menschen des dritten Geschlechts. So hat man die genannt. Und noch Rossini hat im 19. Jahrhundert eine kleine Messe für die drei Geschlechter geschrieben. Also Frauen durften dann inzwischen singen, was aber auch gerade im 19. Jahrhundert sehr stark in der Kirche wieder bekämpft wurde durch die cäcilianische Bewegung. Also es war eine liturgische Bewegung und Hinter hat dann am Anfang des 20. Jahrhunderts auch wieder verboten, dass Frauen öffentlich in der Kirche singen. Hat aber auch die Kastraten verboten. Also das hat er dann auch kassiert. Es hat sich nicht durchsetzen können, aber wir sehen, wir haben hier eine weit zurückreichende, totale Verunsicherung über das Verhältnis zwischen männlichem und weiblichem. Und das aus dieser Unsicherheit, ich bin gleich fertig, ich weiß, ich rede zu lang, der einzelne Mensch, wenn er aus dem kindlichen Zustand sich mit der Pubertät in den Erwachsenen verändert, möglicherweise das Gefühl hat, das stimmt so nicht. Weil es gekoppelt ist an soziale Vorstellungen. Die haben jetzt natürlich überhaupt gar nichts objektiv mit dem biologischen Geschlecht zu tun, vielleicht, ja. Jedenfalls einige davon. Und das nicht einfach so stemmt und nicht weiß, wo stehe ich jetzt genau. Ich denke, dass das kein neues Problem ist. Man hat es nur nicht politisch in dieser Weise dann eben aufgegriffen, wie das heute der Fall ist. Ja, also es hat eine unheimliche Komplexität. Also jetzt in Ihren Darstellungen gab es jetzt eigentlich gleich mehrere Ansatzpunkte, wo man tiefer reingehen könnte. Also zum einen ist es sozusagen die transgenerativ übergreifende Ausprägung des Ganzen, also über Generationen hinweg. Ja, also eine Sache, die ich vielleicht in dem Gespräch noch gerne herausarbeiten würde, wäre die Frage, ob es sich bei dem Phänomen, also bei dem Transgender-Phänomen, um einen Konflikt handelt, der über Generationen hinweg verschleppt wurde. Ja, also ein Konflikt, der auf die unausgewogenen Rollenverhältnissen zwischen Mann und Frau, der darin zu finden ist. Und das können wir uns schon mal festhalten. Und als anderen Punkt würde ich gerne noch was Weiteres herausarbeiten. Und zwar, Sie haben es schon gerade angesprochen, also dass halt Menschen insbesondere in ihrer Pubertät oder in der heranwachsenden Phase ja besonders über ihre eigene Rolle verunsichert sind und in dieser Zeit auch besonders empfänglich dafür sind, ja, bestimmte Ideologien aufzunehmen oder ja, bestimmte Emotionen von außen aufzunehmen und diese dann halt sozusagen für ihre eigenen halten. Ja, also ich will das nochmal einmal so ein bisschen an meinen eigenen Erlebnissen darstellen, damit vielleicht ein bisschen deutlicher wird, was ich damit meine. Also ich selber war jetzt nie transgender, hatte dazu jetzt nie einen engeren Bezug. Also ich war auch nie verunsichert in meiner Sexualität, also dass ich Frauen bevorzuge. Was allerdings so war, als ich ja Kind war, jugendlich war, dass ich ja auch oft das Verhalten meiner Mitschüler von den Jungs als sehr grob empfunden habe. Ich habe auch nicht so gerne Fußball gespielt. Ich war schon eher so der Kreativere. Also ich habe dann auch öfters mit Mädchen gespielt und so weiter und so fort. Also habe mich jetzt nicht unbedingt so für diese typischen, in Anführungszeichen, jungen Themen interessiert. Ja. Also ich bin ja jetzt auch noch ein bisschen älter als Megan zum Beispiel und zu meiner Zeit war dieses Transgender-Thema jetzt auch noch überhaupt kein Begriff. Ich denke mir jetzt nur, wäre das vielleicht schon ein Begriff gewesen, wäre ich möglicherweise in dieser Zeit auch verunsichert gewesen, weil man mir gesagt hätte, ja, es gibt so und so viele Geschlechter und ich hätte bei mir vielleicht festgestellt, gut, ich interessiere mich nicht so für Autos, ich interessiere mich nicht für Fußball, dann bin ich ja möglicherweise auch kein Mann oder was auch immer. Ja, also ich weiß nicht, ob ich halt in dieser Jugendphase nicht auch zum Beispiel dafür anfällig gewesen wäre. Ja, und was ich damit halt sagen will, ist, dass ich halt schon die Gefahr sehe, also dass man halt, während man sich selber halt so am Finden ist, dass da
ja, dass man da halt besonders empfänglich ist für diese Ideen, nenne ich es jetzt mal. Genau. Ja, wie seht ihr das Ganze? Also das ist jetzt so meine eigene Wahrnehmung. Also ich würde sagen, wir machen doch mal an diesem Punkt weiter. Also habt ihr auch den Eindruck, dass da unsere heutige Jugend also besonders dieser Gefahr ausgesetzt ist für diese Einflüsse? Also es ist auch so, es hängt so ein bisschen mit dem zusammen. Also ich habe sogar schon mal in eine Gruppe gestellt, also die Frage gestellt, also eine Transgender- und Freunde-Gruppe, was Sie denken, was der Grund sein könnte, dass diese Gruppe so schnell wächst, dass also direkt in den Kern sozusagen rein die Frage gestellt. Und da kam tatsächlich immer wieder die eine Antwort dessen, dass es jetzt überhaupt erst die Zeit ist dafür, dass das sein darf. Mhm. Also früher war das ja verboten. Man musste Angst haben um sein Leben etc. Und dadurch, dass es jetzt sein darf, dass diese Zeit jetzt wie aufgebrochen ist, können sich Menschen auch erstmal überhaupt die Gedanken darüber machen, wer sie sind. Also und da hängt immer wieder dieses Licht und dieser Schatten mit drin, was ich sehe. Wenn wir nur mal zurückgehen in den Zweiten Weltkrieg, der nicht lange her ist, dann hatten die Menschen keine Zeit dafür, sich auf dem Acker die Frage zu stellen, bin ich jetzt ein Mann oder eine Frau? Es ging ums Überleben. Und solange es ums Überleben geht auf der Erde, kommen die Menschen nicht auf diese höhere Stufe überhaupt, sich darüber Gedanken zu machen. Das kennen wir auch, wenn wir mal im Überlebensmodus sind von verlieren gerade unsere Wohnung, haben gerade kein Einkommen, dann nehmen wir nicht unser spirituelles Buch und lesen darin, also normalerweise. Ja. Und das heißt, diese Zeit jetzt bringt halt wie die Chance, sich bewusst zu werden. Und mit diesem Bewusstwerden kommen halt diese ganzen Fragen. Und diese ganzen Fragen von dem, was wir halt ja Millionen unterdrückt haben und nicht betrachtet haben. Und das steckt natürlich alles in unseren Zellen. Also ob man es jetzt von unserem vergangenen Leben nimmt, ob aus aus unserer Ahnenreihe oder halt aus der Gesellschaft jetzt, in der wir sozusagen geprägt werden. Und da hängen halt so viele Themen ineinander, wie so ein Knäuel nehme ich das wahr, und jetzt stehen wir da und versuchen halt dieses Knäuel so ganz langsam irgendwie zu entknäueln und stellen uns 1000 Fragen und kommen jetzt erstmal auf die Fragen so, wir hatten es ja auch letztens so, dass wir als Seele ja kein Geschlecht haben. Und in dem Moment, wo wir uns als Seele auch immer mehr fühlen, denke ich, also da hängt, glaube ich, auch so diese Non-Binary-Bewegung dahinter, wie kein Geschlecht zu haben, weil, also man ist ja einfach. Ja, also ich sehe das halt ultra verstrickt aus ganz, ganz vielem. Und ich habe auch ein klares Ja dazu. Also man muss nur ins alte Ägypten zurückschauen, dass Frauen keine Pharaoninnen werden durften und dass es halt eine Pharaonin gab, die sich sozusagen extra zum Pharaonen ernannt hat, um ja sozusagen das Reich regieren zu können und sich nicht Pharaonin nennen durfte und sozusagen den Mann nach außen abgeben musste. Also es fängt ja ganz früh an. Mhm. Ja, also sehr interessant, was du sagst. Also was jetzt so aus der Essenz davon hervorgeht, ist, also unsere heutige Zeit bietet bestimmte Sicherheiten, die wir in der Vergangenheit nicht haben. Also das ist ja auch, wenn man sich zum Beispiel jetzt mit Maslow beschäftigt, ne? Also der Mensch benötigt erstmal eine bestimmte Sicherheit, bevor er sich selbst entfalten kann, bevor er überhaupt an die eigene Selbstverwirklichung denkt. Und ja, dementsprechend ist es nur allzu logisch beziehungsweise konsequent zu denken oder zu sagen, dass jetzt, wo diese gewissen Sicherheiten gegeben sind, manche würden von Dekadenz sogar schon sprechen, dass jetzt eben dann halt der Zeitpunkt ist, wo sich dann eben diese aufgestauten Gefühle, kann man ja auf jeden Fall sagen, sich ihre Bahnen brechen. Ja, jetzt bleibt die Frage zu klären.
schießt diese Bewegung möglicherweise ein Stück weit über das Ziel hinaus. Ja, also es wurde lange etwas zurückgehalten, Sexualität, das Frausein, die man selbst sein, das wurde lange Zeit unterdrückt und jetzt ist sozusagen eine, wenn ich sage Büchse der Pandora, dann klingt das so wertend negativ, so ist es aber nicht gemeint. Aber jetzt ist sozusagen ein Ventil dazu da, um diese Gedanken, diese Dinge zum Ausdruck zu bringen. Und jetzt ist halt mein spontaner Gedanke, wenn man jetzt halt lange etwas im Vakuum zurückhält, dann explodiert es erstmal in alle Richtungen hinaus. Also möglicherweise ja, schießt man so ein wenig über das Ziel heraus. Möglicherweise spielt auch eine Trotzreaktion gegen die vergangenen Generationen eine Rolle. Also ich konnte bei meinen Eltern, bei meiner Oma und so weiter nicht ich selber sein. Also mache ich es jetzt erst recht. Also überzeichne ich mich jetzt. Jetzt schminke ich mich dann meinetwegen dann erst recht ganz extrem. Das Ganze hat ja so viele Ebenen überhaupt, also dass Männer sich schminken, da kann man dann auch darüber diskutieren, warum schminken sich Frauen überhaupt so extrem, wo kommt das überhaupt her? Also das Ganze ist ja so unglaublich vielschichtig. Ja, mir fällt es gerade tatsächlich schwer, da so ja eine konkrete Frage zu formulieren, weil ich halt eben das Gefühl habe, ja, Die ganze Sache ist halt so unheimlich komplex und es ist halt sehr schwer, da ja eine Struktur reinzubringen, Ansatzpunkte reinzubringen, wo man sich wirklich jetzt anfängt, sich da Teilaspekten dieses Themas zu nähern. Ich merke jetzt gerade hier, dass das Meeting endet schon in 10 Minuten. Ich schicke euch am besten mal einen neuen Link. Sonst geht doch, dass du mal eine Stunde hast, ne? Ich glaube, 40 Minuten hat man immer. Ach so, okay. Ja. Ja, schick uns einen neuen Link. Genau, ihr könnt euch ja auch schon mal in der Zwischenzeit Gedanken machen. Lukas, ich. Ja? Ich würde ganz gerne noch, ich würde da noch drauf eingehen, wenn das in Ordnung wäre. Die Aufzeichnung läuft noch, ja, dann mache ich einfach hier noch einen Schnitt rein. Genau, wir haben ja noch 10 Minuten. Okay, hoffentlich rede ich nicht so lang. Ich habe ganz, ganz viele Zweifel an manchem, was jetzt auch an Stichworten gefallen ist von Ihnen und auch Megan, ob das überhaupt so stimmt, weil da stecken auch ganz bestimmte Vorstellungen und Bilder dahinter, an die ich früher auch für unumstößlich gehalten habe. Heute denke ich, stimmt das denn überhaupt? Also zum Beispiel diese Bedürfnispyramide, stimmt denn das überhaupt? Diese Maslow'sche, ja? Habe ich so je empfunden? War das bei mir so? Und ich muss sagen, nein, war eigentlich nicht so. Ich bin relativ bedürfnislos. Ich lebe auch hier mit meiner Familie im Wald, in der Natur. Ich empfinde das nicht so. Für mich stimmt diese Pyramide nicht. Oder auch diese Vorstellung, dass Gefühle irgendwas seien, was im scharfen Gegensatz zu irgendwas Verstandesmäßigem stünde. Da bin ich jetzt auch inzwischen davon abgekommen, das als was Eigenständiges oder Losgelöstes zumindest zu sehen, sondern ich glaube, dass Gefühle im Grunde immer Gedankengebilde spiegeln. Und in uns werden ja Gedankengebilde reingelegt, sobald wir, also schon im Mutterleib wahrscheinlich, ja. Ich werde ja erst, und ich kann die noch nicht deuten, wenn ich sehr jung bin, ja. Ich kann die nicht deuten. Ich werde davon von außen mehr oder weniger auch infiltriert, habe aber noch nicht das Handwerkszeug entwickelt, um damit irgendwie eigenständig umzugehen. Das ist ja das, was man dann den Reifungsprozess nennt. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher. Also Sie haben ja gefragt, wird das vielleicht von außen in uns reingelegt, dass wir jetzt plötzlich eine bestimmte Frage zu haben oder dass wir jetzt plötzlich ein Aha-Erlebnis haben. Aha, jetzt dürfen wir endlich über dies und das reden. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass da ein gutes Stück davon auch von außen in uns einfach jetzt
über das, was man Propaganda nennt, auch reingelegt wird. Also wenn etwas ständig thematisiert wird in der Gesellschaft, dann komme ich auch drauf zu sagen, aha, ist das vielleicht bei mir so? Ohne dass es thematisiert wird, käme ich gar nie auf die Idee. Und dann zu sagen, oh, jetzt habe ich meine Gefühle entdeckt. Sind es wirklich meine oder sind es Gedankengebilde, die von außen kommen? Dass es mich ansprechen kann, weist aber darauf hin, dass da natürlich eine Problematik verborgen liegt. Ja? Also da, so würde ich das auseinander differenzieren. Und wenn ich auf meine eigenen Erlebnisse auch kurz kommen darf, um was Persönlicheres auch zu sagen und nicht nur Theoretisches. Ich selbst habe es auch in meiner Kindheit und Jugend, das war 60er, 70er Jahre, so erlebt, dass die Frauen, wie sie vorher waren, also die waren, würde ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, in vieler Hinsicht, also die alten Generationen, viel maskuliner in Anführungszeichen, ja. Also das nickt mit Tüttel und dauernd geschminkt und dauernd Friseur und dies und überhaupt nicht. Die waren hier auf dem Land hier so knallharte, gestandene Frauen, wirklich, ja, die auch gar nicht so viel her um sich gemacht haben, sondern die haben den ganzen Laden zusammengehalten teilweise, diese Bauernhöfe und alles. Also das war ein völlig anderer Typus auch von Frau als das, was ich habe sogar das Gefühl, durch diese ganze Gender-Geschichte wird das immer mehr eingeengt, was eigentlich eine weiblich oder männlich sein könnte. Das wird immer schmaler, sodass man sich dann fragt, Moment, bin ich denn dann da überhaupt, also wie Sie auch sagen, Lukas, bin ich vielleicht kein Mann, weil ich nicht Fußball und nicht, oder auch Megan, Sie haben ja in Ihrem Interview mit dem Lukas auch gesagt, Ihnen hat es nicht gefallen, wie die Mädels da so zickig und so wollten sie nicht sein, so haben sie sich selbst nicht gesehen. Es hat Ihnen besser gefallen, wie die Jungs miteinander umgehen, ja? Aber wie kommt es, dass wir das überhaupt in dieser Enge, einem geschlechtlichen Zustand zuordnen? Da würde ich sagen, das war in der früheren Zeit, von der ich noch was mitbekommen habe, bei den ganz, also den Älteren, die jetzt meine Großmutter, Urgroßmutter und so weiter waren, extrem. Diese Einengung der Rolle, also paradoxerweise, ja. Und ich hatte dann starke diesem eingeengten Frauenbild, das sich da rausgebildet hat, entsprochen hat, habe. Ich hatte einfach auch Angst darum, dass man mich nicht anerkennt als Frau. Mhm. So rum war die Sache bei mir. Ich habe eigentlich darum gekämpft, dass ich mit dem, wie ich bin, auch eine Frau bin, Punkt aus Schluss, und nicht mir irgendwie, weil das gab es natürlich auch bei mir damals schon, dass dann, also nicht jetzt mit Transgender, aber zum Beispiel hatte ich den Mann von einer Freundin, einer Studienkollegin, der mir dauernd erzählen wollte, ich sei nicht für die Ehe geeignet, weil ich würde nicht dem typischen Frauenbild entsprechen. Also ich bin verheiratet, ich habe nächstes Jahr goldene Hochzeit, aber silberne Hochzeit, aber das hat mich natürlich damals total in Frage gestellt, ja, dass ich gedacht habe, hä, ich bin keine richtige Frau, ja, also so, und ich habe darum gekämpft, doch, ich bin eine, Frauen sind so, wie ich bin auch, ja, also können so sein, wie ich bin. Ja, also aufgrund unserer oder nach unseren Ausführungen kristallisiert sich für mich auf jeden Fall heraus, dass es in unserer Gesellschaft eine Problematik gibt, dass die einzelnen Geschlechterrollen, also wir bleiben jetzt erstmal bei Mann und Frau, in gewisser Weise sehr eng definiert sind, ja, und man bei Abweichungen nicht mehr dazu gezählt werden kann. Ja, also die Folge davon ist halt, dass Menschen, insbesondere junge Menschen, dann halt eben sich von Bewegungen wie zum Beispiel der Transgender-Bewegung angezogen fühlen. Ja, also weil diese sozusagen ein Verständnis für ihr Sein versprechen. Ja, also weil sie sich dort aufgehobener fühlen, weil sie sich dort zugehöriger fühlen als bei den traditionellen Geschlechterrollen. So, und wo ich jetzt gerne tiefer eintauchen würde, ist, warum ist das denn so? Warum sind die traditionellen Geschlechterrollen so begrenzend oder warum werden diese als so begrenzend empfunden?
Also wie kommt das zustande? Und da will ich jetzt gleich erstmal so vorweggehen. Also meine Theorie dazu ist, dass das mit den immer wiederkehrenden Kriegen sehr viel zu tun hat. Also die immer wieder jetzt insbesondere über Deutschland kommen, aber auch über andere Teile der Welt. Also es hängt mit den Kriegen zusammen, es hängt mit Elend zusammen, also auch mit Hungersnöten, auch mit den Folgen dieser Kriege. Denn diese Situation haben zur Folge, dass die Menschen funktionieren müssen, um den Laden am Leben zu halten. Also drücke ich es mal so aus. Ja, also der Mann musste das tun, was er am besten konnte, arbeiten gehen. Die Frau musste das tun, was sie am besten konnte. Oder ja, das ist jetzt auch wieder so vorurteilsbehaftet ausgedrückt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Die Frau sollte dann zu Hause sich um die Kinder kümmern, schauen, dass der Haushalt läuft, und der Mann hat halt das Geld verdient. Ja, also die Not hat in gewisser Weise erfordert, dass jeder sich ganz klipp und klar um sein Aufgabengebiet kümmern musste, und wer davon abgewichen ist, war zumindest dann nach damaligem Verständnis dann eben nicht zum Heiraten geeignet, ja, also weil er eben nicht gewährleisten konnte, möglicherweise, so dass der ganze Betrieb am Laufen gehalten wird. Also das wäre jetzt so meine Erklärung für diese vorurteilsbehafteten Rollenverhältnisse von Mann und Frau. Also vielleicht möchte von euch dazu jemand was ergänzen oder das kommentieren, oder vielleicht sieht es ja jemand von euch auch anders. Ich glaube, ich hänge gerade noch einen Schritt zurück. Deswegen, aber also trotzdem passt es doch zusammen. Ich finde den Aspekt halt immer noch spannend, was Sie gesagt haben, Frau Jüngling, dass wir beide wie, ich sag mal, wenn man zwei Pole nimmt, das entgegengesetzt wahrgenommen haben. Sie mit dem, dass Sie wussten, Sie sind doch eine Frau, so wie Sie sind, und daran keinen Zweifel hatten. Hm. Und ich habe gesehen, ich bin irgendwie nicht wie die Frauen, die ich kenne. Ich bin auf einem Dorf aufgewachsen, 180 Einwohner, ziemlich klein, also einfach wenig Menschen, auch eine Schule mit 11 Schülern in der Klasse. Und ich bin nicht so. Das heißt, ich muss falsch sein. Und das liegt ja an einer Grundprägung von, man kann immer auf Trauma zurückführen oder Sonstiges, wie sicher wir in uns selbst sind, wie wir sozusagen zu uns stehen können und sagen können, ja, das bin ich. Oder, ich muss falsch sein, so wie ich bin. Ja. 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 Ja, es sieht so aus. Also diese Unsicherheiten habe ich ja irgendwie, wie Sie erfahren, auch erlebt. Auch überhaupt, also generell, was ich ja auch neulich schon in der Sprachnachricht gesagt hatte, dass ich einfach denke, dass jeder dieses biologische sinnvolle Programm, das wir ja alle durchlaufen, Männer und Frauen, wenn auch ein bisschen unterschiedlich, aber doch vergleichbar und analog zumindest mal auf jeden Fall, wo der erste große Umschwung kommt ja in der Pubertät, das ist natürlich immer mit Unsicherheit behaftet. Und zumal sich da ja auch noch eine geistige, eine kognitive Entwicklung dabei vollzieht, die das muss man ja alles erstmal irgendwie auf die Reihe kriegen. Und dann ist man noch so jung, dass man das, wo ich vorhin gesagt habe, diese Gedankengebilde, die da alle in einen die einen so infiltriert haben, man kann die noch nicht beurteilen oder für sich sortieren. Das geht gar nicht in diesem jungen Alter. Deswegen finde ich das auch nicht in Ordnung, dass man so junge Menschen da auch schon so angeht, wie das jetzt passiert. Ja? Ich finde, die sollte man in Ruhe lassen. Vielleicht auch in der Zurückhaltung und Verborgenheit vielleicht auch begleiten und unterstützen, aber nicht irgendwo hin
treiben, ach, du bist dann, dann gehörst du da in die Gruppe und dann sitzt schon wieder irgend so eine Medizinmafia da, die dann operieren will und es, ja, und die Leute müssen lebenslang Hormone schlucken, ha, die andere Hand, ja, also was fällt mir dazu ein? Also finde ich nicht gut, dass das jetzt so ausgenutzt wird auch. Also für mich ist es ein Ausbeuten, einfach auch von Entwicklungsschritten, die jenseits aller Konflikte auch normal sind. Jeder muss sich in der Pubertät sammeln. Ich habe mich auch nicht wohl gefühlt in meinem Körper, aber nicht, weil ich dachte, ich bin ein Mann, sondern weil er sich verändert hat. Das, was Sie da auch erzählt hatten mit dem Lukas, ich habe plötzlich Brüste und und ich bin dann auch noch ganz schnell ganz hoch gewachsen. Ich war dann so dünn, aber so groß. Ich konnte alles, was ich vorher konnte, Handstand und rumspringen und auf Bäume, ging nicht mehr, weil ich mich mit diesem langen, langen, schlaksigen Körper nicht mehr gefunden habe. Also es hat Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich da. Also ich glaube, da war ich 17 oder so, ja. Ja, und das ist ja das, was ich selbst mitbekommen habe. Also ich habe ja sowohl das bei meinem Weg gesehen, aber halt auch konträre Wege gesehen von Transmenschen, die wirklich sehr, sehr viele Jahre in Psychotherapie waren und nichts bewilligt bekommen haben. Also die Wege habe ich auch gesehen und die einen sehr großen Leidensdruck dann hatten, dass nichts vorangeht. Und bei mir war es das ganze Gegenteil. Ich war einmal beim Gutachter, habe gesagt, dass ich bereits seit 4 Jahren in Psychotherapie bin, dann meinte er, naja, dann ist das ja alles gut. Dann können wir das schon anrechnen. Ich soll doch bitte mal meinen Lebenslauf hier abgeben und den Fragebogen ausfüllen und nächstes Mal wiederkommen. Bin ich nicht mal wiedergekommen, dann hat er gesagt, gut, das sieht so aus, das machen wir so. Und ja, wenn Sie sich noch nicht sicher sind, ob Sie jetzt nur ein Mann werden wollen oder irgendwas dazwischen sind, aber die Brust-OP oder die Hormone können wir in einem Dreivierteljahr nehmen, weil dann wird die Brust-OP finanziert, die müssen Sie dann nicht selber tragen. Und in dem Dreivierteljahr passiert noch nicht so viel mit den Hormonen. Also die Stimme wird dann noch nicht so tief. Das heißt, wenn Sie sich danach entscheiden sollten, doch wieder Frau werden zu wollen, dann ist das nicht so schlimm. Und ich saß natürlich da und war natürlich hoch erfreut, dass das so schnell geht, ne? Aber von jetzt blickend betrachtet, denke ich, was war das denn? Also, ja. Ja, vor allem, wenn die Angst genommen wird, wie es einem schmackhaft gemacht wird, so, ja, sie können dann auch wieder Frau werden, also als wäre es halt einfach, ja, wie eine Kleidung, die man halt wechselt, ne, also so wirkt es halt so ein bisschen von der Energie her. Jetzt hätte ich an dich nochmal die Frage, Megan, gab es irgendwelche bestimmten Vorbilder für dich? Also irgendwelche Vorbilder oder gibt es in dieser Bewegung, in der Transgender-Bewegung bestimmte Vorbilder, die einem präsentiert werden, anhand deren gezeigt wird, wie gut das alles zu überstehen ist, wie schön es alles ist? Ich war noch nie ein Vorbildermensch. Mhm. Ich war tatsächlich dann in dieser Facebook-Gruppe unterwegs, wo halt so Operationsergebnisse gezeigt wurden, also von denen, die auch in der Gruppe waren. Und aber ganz ehrlich, sehr viel Schlechtes. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent der Operationen schieflaufen oder mit extremen Heilungsstörungen begleitet sind und noch Jahre später. Also sowohl der kleine Schnitt bei der Mastektomie, wo die Ärzte sagen, da kann gar nichts schief gehen, eigentlich. Bis hin zu, ja, also ich habe tatsächlich mehr abschreckende Beispiele gesehen, als dass ich mich damit wohlgefühlt hätte. Und ein Vorbild, so ein kleines Vorbild war tatsächlich für mich damals Ruby Rose. Das ist ein Model für Damen- und Herrenkleidung. Mhm. Eine Frau, also eine biologische Frau, die aber sowohl ein so, sag ich mal, markantes Gesicht auch hat, dass sie für Herrenkleidung auf den Laufsteg gehen kann und als Herr oder als Mann identifiziert wird. Das ist mir so ein bisschen so im Kopf gewesen, aber sonst nicht, dadurch, dass ich ja auch auf dem Dorf aufgewachsen bin, habe ich mich damit auch ziemlich allein gefühlt. Also am Anfang kannte ich da niemanden, bis ich nach Leipzig gezogen bin mit
21. Ja. Ja. Ich überlege mir die ganze Zeit, wie es sich halt so schnell sozusagen in den Köpfen der Menschen verbreitet und warum es halt so stark zunimmt. Und ich weiß halt, Kinder oder Jugendliche lernen in erster Linie von Vorbildern, ja, oder schauen sich das in gewisser Weise ab. Und auch wenn dann immer viele so auf die Jugend von heute schimpfen, so ja, die Jugend von heute, das hätte es früher alles nicht gegeben. Und ich sehe das immer ein bisschen differenzierter, weil letztendlich schaut sich die Jugend das schon auch immer von der vorherigen Generation ab, was sie tut. Also sie bringt natürlich dann immer eigene Einflüsse mit ein, beziehungsweise dann Einflüsse aus den Medien und so weiter, aber Grundverhaltensweisen werden letztendlich schon bei vergangenen Generationen abgeschaut. Und deswegen frage ich auch so nach den Vorbildern, weil ich halt so ein bisschen für mich rausfinden will, ja, wie werden die Menschen für sowas empfänglich oder wie wird das Ganze in die Gesellschaft transportiert? Also ich weiß aus den Medien ein paar Beispiele, also in den 70er, 80ern zum Beispiel gab es ja diese Rocky Horror Picture Show, so ein Musical, wo auch so das Thema Transsexualität schon ziemlich früh, wenn man das Ganze jetzt mal rückblickend betrachtet, verbreitet wurde. Ich habe mich dann auch mal so ein bisschen dazu informiert und diese Aufführung von diesem Musical, also da haben sich die Leute dann auch, haben sich die Männer dann auch als Frau geschminkt, wenn sie dieses Musical besucht haben. Also es war halt so ein in der Künstlerszene war das da so der letzte Schrei, auch so dieses Transsexuelle, eher aus einem modischen Aspekt heraus und nicht so nicht aus dem sexuellen Aspekt heraus, aber das ist zum Beispiel jetzt so ein Vorbild, was ich so aus den Medien sehe, was jetzt schon ein bisschen zurückliegt. Aber auch aktuelle Publikationen, auch Kinderfilme wie Findet Nemo zum Beispiel, haben so Transgender-Aspekte in sich. Also wenn man sich mal über diesen Regenbogenfisch, Clownfisch informiert, Anemonenfisch, das sind Fische, die kommen immer männlich zur Welt. Und erst im Laufe ihres Entwicklungsprozesses werden die weiblich. Ja, also diese Fische, die machen eine Geschlechtsumwandlung in ihrem Leben durch. So, also das ist in dem Fall jetzt ein natürlicher Prozess. Ja, tatsächlich ist es so, dass es bei diesen Fischen, also die leben halt in Schwärmen und es gibt immer nur ein Weibchen. Und wenn dieses Weibchen stirbt, dann wird das nächst ältere Männchen, wandelt sich zum Weibchen um. Ja, also das Ganze ist jetzt in dem Film Findet Nemo nicht thematisiert direkt, aber es ist meines Erachtens bestimmt kein Zufall, dass da jetzt auch so eine Fischart zum Beispiel wieder genommen wurde, also ausgerechnet dieser Fisch. Und worauf ich ja hinaus will, also das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, ist so dieser transgenerative Prozess. Also was für Konflikte existierten möglicherweise in der vergangenen Generation, die jetzt sozusagen den Nährboden bieten, dass sich jetzt diese Transgender-Bewegung verbreitet. Also Sie fragen nach Vorbildern, ja? Mhm. Ich habe jetzt spontan so gedacht, auch was sie da erzählt, also diese Rocky Horror Picture Show, die war ja in meiner jungen Erwachsenenzeit, die lief da hier in der Schauburg jede Woche am Wochenende und dann sind wir dahin, haben Reiskörner geschmissen und in dem Kino, also das sah es hinterher aus wie die Sau, das war aber grotesk, das hat natürlich keiner, das war einfach eine Groteske, ja. Aber es ist halt virtuell, ja. Also wir haben da Filmgeschichten und Computerspiele und ja, was denke ich, wir haben gar keine Vorbilder. Das ist unser Problem. Mhm. Wir haben einfach keine Vorbilder mehr. Die Eltern sind meistens nicht mehr da oder völlig in einem Hamsterrad befindlich, ja, die Kinder werden ganz früh schon ganz bei vielen Familien halt auch in Institutionen gebracht und Institution ist für mich immer ein neutralisierender und ideologisierender Ort. Also ich stehe Institutionen mit großem
mit großer Distanz gegenüber, auch der Schule, das ist alles kasernenartig, ja. Sehr gleichmacherisch und so weiter, ja. Das ist ganz schwer, da sich selbst überhaupt noch zu finden. Also vielleicht nicht auf so einer kleinen Dorfschule, das ist möglicherweise noch ganz angenehm, aber ich habe eher den Eindruck, es fehlen uns die Vorbilder. Es fehlen uns einfach richtig, also Männer und Frauen, die wir richtig als Vorbild auch nehmen können, die jetzt leben. Also nicht, wo wir in Büchern drüber lesen oder die in Kinofilmen als Fantasiefigur oder irgendwie sowas. Das fehlt. Das fehlt einfach total. Also es gab ja in den 70ern dieses Buch von Mitscherlich über die vaterlose Gesellschaft. Mhm. Also dass schon die Männer, die heranwachsenden Männer praktisch kein männliches Vorbild mehr haben. Nicht mehr, wie das mal war, weil die Väter ja auch, also dieses Rausnehmen der Menschen aus dem Umfeld des Hauses zur Erwerbstätigkeit, das ging ja mit den Männern zuerst los. In den alten Zeiten waren ja die Eltern im Haus. Da war entweder Bauernwirtschaft oder Werkstatt, war aber alles in der Nähe, ja. Mhm. Also das heißt, die Kinder haben das alles gesehen. So ist der Vater, so ist die Mutter, so ist der Onkel, so ist die Großmutter und so weiter. Das ist alles immer mehr entfernt worden. Nachdem dann der Mann entfernt worden ist, ist dann irgendwann auch die Frau entfernt worden. Und die Kinder sind in die Institution, in die Kaserne gewandert. Und das ist jetzt meine Interpretation. Und also so beurteile ich das Ganze eigentlich als ungünstige Entwicklung. Wir haben niemanden mehr vor Augen. Im Alltag, tagtäglich, den wir bewundern, wo wir sagen, wow, meine Großmutter, die hat und mein Vater, mein großer Bruder, also diese ganzen Sachen, das ist vorbei. Ja, also zumindest kann man sagen, die Vorbilder waren früher viel, viel beständiger. Ja, also man hatte ein Vorbild und das ist dann den Großteil des Lebens dann auch das Vorbild geblieben, den Großteil des Alltags. Heutzutage wird das Kind in den Kindergarten abgeschoben, sage ich jetzt mal. Da sind dann irgendwelche Erzieher für kurze Zeit das Vorbild. Dann kommen sie nach Hause, dann schauen die Kinder Fernsehen. Dann ist das Vorbild mal SpongeBob, mal ein sprechendes Auto. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie dieser Film heißt. Ja. Das sind ja im Prinzip alles unterschiedliche Vorbilder, ganz viele verschiedene Facetten an Vorbildern, die ja im Prinzip einen Menschen, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Vorbildern im Mittelalter oder mit Bezugspersonen im Mittelalter, die einen ja eigentlich nur verrückt machen können, Sie sind virtuell. Es sind ja keine greifbaren Vorbilder. Vielleicht kann ich ein ganz kurzes Beispiel noch dazu geben, was mir irgendwann auch mal so klar geworden ist. Also weil ich ja auch Musikerin bin, unsere größten Komponisten und Musiker in der Vergangenheit, das waren alles Leute, die entweder Autodidakten waren oder sie haben halt irgendwie einen Lehrer gehabt da mal irgendwie, das muss auch gar kein großartiger Typ gewesen sein. Irgendwie haben sie das Zeug dazu mitbekommen, um dann das zu werden, was sie geworden sind. Das muss man sich mal geben. Heute heißt es, warst du an welcher Hochschule, bei wem hast du studiert? Und wenn das alles nicht dann bis, ich weiß nicht, wo hoch gegeben ist, bist du nichts, ja? Ja. Was kann da schon rauskommen? Ja, wenn man dann die Vergangenheit guckt, sagt man, die genialsten Leute hatten gar keine solchen Wege. Aber sie hatten dann halt ihren Orgellehrer oder so, 2 Jahre, 3 Jahre, ja, den sie immer erlebt haben. Und in Indien, ich habe mal die Biografie von Ravi Shankar gelesen, das war ein berühmter indischer Musiker, ein Sitar-Spieler, und der beschreibt halt, wie er hat da einen Sitar-Spieler bewundert, einen Meister, und wollte dessen Schüler werden und hat dann halt so lange rumgemacht, bis der ihn aufgenommen hat als Schüler. Mhm. Und in Indien ist es tatsächlich so organisiert, dass das sind diese Gurus, diese Meister, und zu denen gehen die Schüler, die sie toll finden. Und dann ist das aber wirklich auch das Vorbild. Also jetzt in der musikalischen Entwicklung, es gibt da Mädchen und Jungs gehen dahin oder Männer und Frauen dann zu den Gurus. Es kann auch eine Frauenguru sein, ja, wenn auch seltener, aber das gibt's.
Und da hat man ein beständiges, also Sie haben von Beständigkeit gesprochen, ein beständiges Vorbild, von dem man sich irgendwann sogar emanzipiert. Und das gehört mit in den Prozess. Mhm. Aber ich habe sozusagen in der Du-Beziehung, in der Beziehung zu einem Du, zu einem anderen, entdecke ich überhaupt erst, wer ich selbst bin. Nicht ja. in virtuellen Spongebobs und sprechenden Autos und irgendwelchen Filmhelden, die eigentlich ja nur Figuren sind, literarische Figuren. Es sind greifbare, konkrete Leute, die ich anfassen kann, ja, mit denen ich sprechen kann, die da sind. Mit denen ich mich dann auch auseinandersetzen muss. Ja? Ja. Also heute haben wir ja so ein Überangebot. Ich identifiziere mich meinetwegen mal für eine Weile mit jemandem und sobald es unbequem ist, habe ich dann die Möglichkeit, sofort ein anderes Vorbild zu wählen. Also das war früher nicht so gegeben. Da musste man die Konflikte dann auch eher austragen. Ja. Also mir fällt jetzt auch noch ein, im alten Rom zum Beispiel, da war es dann ja auch unter vornehmeren Familien üblich, zum Beispiel den Kindern Mentoren zur Seite zu stellen, die sie dann im Leben begleitet haben. Also gut, da ist dann, ja, waren dann homosexuelle Erfahrungen laut Überlieferung zumindest dann auch immer mal so ein Thema. Also weil diese Mentoren dann auch die Aufgabe der Sexualerziehung dann hatten, also ja, insbesondere griechische Mentoren waren bei reichen römischen Familien da sehr beliebt, also weil die halt auch ja damals halt so als die Menschen mit dem höchsten Bildungsstandard gegolten haben. Aber da hatte man halt auch schon immer so dieses sich drum bemüht, dass die eigenen Kinder halt so ein beständiges Vorbild halt eben haben. Und ich sehe tatsächlich bei diesem Thema Vorbild sehe ich so einen sehr großen Anteil der Grundproblematik in der heutigen Gesellschaft. Eben, dass wir halt so diese wechselnden Vorbilder haben, diese beliebigen Vorbilder, diese Vorbilder, die ja von Medienmenschen konstruiert wurden, die entweder selber nicht wirklich wussten, was für Werte sie da vermitteln, oder aber unbewusst. Also die entweder böswillig irgendwelche Werte möglicherweise vermitteln oder sich selber nicht darüber im Klaren sind, was sie da vermitteln, weil es einfach vielleicht viele Aufrufe bringen soll, gute Einschaltquoten, weil es ja möglicherweise polarisierend sein soll und so weiter und so fort. Ja, also die Interessen heutzutage sind einfach ganz andere, viel materieller getrieben, viel wirtschaftlicher. Also man denkt heute viel wirtschaftlicher als damals. Also damals war die Sinnhaftigkeit in dem eigenen Handeln, so nach meinem Empfinden zumindest, noch von viel größerer Bedeutung. Ja, also kann ich auf jeden Fall mitgehen. Mir ist auch noch so eine andere Komponente eingefallen, was sich ja auch irgendwie sehr stark verändert seit einigen Jahren. Und zwar, dass es immer so wie, also ich habe das nur in einem kleinen Rahmen gemacht. Das ist keine Studie, die ich irgendwie, also keine anerkannte Studie oder sonstiges. Ich habe 50 Menschen befragt, die transgender sind. Und 39 davon hatten diagnostizierte Borderline-Störung zum Beispiel. Und damit impliziert halt auch traumatische Erfahrungen, PTBS, was ich schon früher als sehr auffällig wahrgenommen habe. Dass diese Sachen zusammenhängen. Und für mich ist das so eine Art auch von überhaupt nicht mehr wissen, was man fühlen soll. Also das Fühlen, was man fühlt, als zu doll eingestuft zu werden. Das, was du fühlst, ist zu stark. Du musst runterkommen mit deinem Fühlen. Du musst das Fühlen auf so einer Mittellinie angleichen. Du darfst nicht extrem wütend sein und dann wieder extrem traurig und dann extrem freudig. Das ist falsch. So, du musst immer auf so einer Mittellinie bleiben. Und das ist ja genau das, was halt auch, sage ich mal, diese Vorbilder auf eine Art mit uns machen. Der eine, wenn wir vielleicht nicht den einen Rapper als Vorbild haben, der total rebellisch interagiert und dann aber immer nur diese eine Seite von sich halt zeigt,
Wie viele auch YouTuber kenne ich tatsächlich persönlich, die ein ganz anderes Leben leben als das, was sie auf YouTube zeigen. Mhm. Aber die Menschen, die ihnen halt folgen, die denken, wow, der Mensch, der ernährt sich wirklich 24/7 rohköstlich. Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich nicht gut oder dann bin ich schwach oder keine Ahnung. Ne? Aber allein dieses, ja, dass wir überhaupt, selbst wenn wir ein Vorbild haben, dann ist es wie ein falsches Vorbild, weil es überhaupt nicht authentisch ist. Und in dieses extreme Gefühlschaos dadurch kommt, das sehe ich halt auch ganz stark. Allgemein dieses Unterdrücken von allen Gefühlen, die halt in uns sind. Ja. Ja, das ist auch wieder ein sehr interessanter Punkt. So, warum muss man denn diese Gefühle überhaupt unterdrücken? Also wo kommt das zum Beispiel her? Ja, also das ist ja auch wieder so ein eigenes Thema. Also ich denke, das hat sehr, sehr viel mit den Kriegen zu tun. Also insbesondere in Deutschland ist das auch, glaube ich, sehr stark ausgeprägt. Also die Deutschen sind ja auch im Rest der Welt oftmals dafür bekannt, dass sie besonders steif sein sollen, besonders gefühlskalt. Und ich denke mal, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass man halt in der Nachkriegszeit beispielsweise, also unter der Besatzung, halt eben auch nicht aggressiv sein durfte, ja, dass man nicht seine Meinung sagen durfte, dass man nicht ausdrücken durfte, wenn man sich ungerecht behandelt gefühlt hat, denn es herrschte ja das Narrativ, dass man ja schuld am Krieg war, schuld an den ganzen Dingen, die passiert waren, und hatte somit dann eben auch nicht das Recht, sich zu beschweren über das eigene Schicksal. Also ich denke mal, dieses Unterdrücken der Gefühle und dieses enge Korsett sozusagen, diese Scheuklappen, die man sozusagen tragen musste, die haben schon sehr, sehr viel mit dieser Nachkriegsentwicklung zu tun, so. Wobei ich das jetzt nicht unbedingt jetzt nur am Zweiten Weltkrieg, also bei den Ereignissen um den Zweiten Weltkrieg herum festmachen würde, sondern höchstwahrscheinlich schon sehr, sehr viel früher, diese Mechanismen sozusagen verorten würde. Und da kann ich jetzt nicht genau sagen, wann das wohl losgegangen ist, aber ich denke, ja, dass man so das eigene Wesen, das eigene Selbst so unterdrücken muss oder immer freundlich lächeln muss im Berufsalltag, das hat halt sehr viel damit zu tun. Ja, also bloß nicht auffallen, bloß nicht aus der Masse herausstechen, denn wenn man das tut, ja, macht man sich halt eben verdächtig. Also das hängt wahrscheinlich nicht nur mit den Kriegen zusammen, sondern generell mit einer Angst vor Bestrafung, mit Furcht vor Verfolgung von Autoritäten und so weiter und so fort. Ja, und vor allem auch diese ganzen Aspekte. Also ich würde auch unglaublich gern viel mehr dazu wissen. Ich meine, jetzt haben wir Zugriff auf alles. Wir haben das Internet und wir können wie in jede Kultur reinschauen, in jede Stadt, wo da Menschen wohnen, oder keine Ahnung, wir haben Zugriff auf alles. Und früher, wo wir das Internet noch nicht hatten, da gab es halt nur das Dorf und die Stadt. Und die haben sich sozusagen auch wie untereinander geprägt. Also auch wenn ich, wie meine Mama erzählt hat, da hatte kein einziger eine psychische Erkrankung zum Beispiel, hat sie gesagt. Jeder war, also klar gab es mal jemanden, der mal einen Tag war, der nicht so gut drauf war, aber es haben alle zusammengehalten und es gab so einen Gemeinschaftsgeist im Dorf, also auch ein kleines Dorf gewesen. Und da hatte jeder seine Aufgabenverteilung und das lief alles, jeder hatte seine Arbeit. Und dann kann man halt schon immer wieder dahin gucken, wo war das? Ja, es war zum Beispiel Ostdeutschland, dann wäre das in Westdeutschland schon wieder was ganz anderes gewesen. Dann hat ja jeder Ort hat einen eigenen Geist. Also es gibt einen Landesgeist, aber es gibt auch Ortsgeister. Es gibt Energien, die in der Erde gespeichert sind, die dort früher sozusagen an der Stelle waren, Krieg, an der nicht. All das prägt uns ja auch. Jeder Baum, der hat diese Erfahrung in sich. Und da kann man so weit zurückgehen. Also das ist eigentlich alles, also so hochkomplex für mich, dass ich einfach an irgendeinem Punkt irgendwo immer aussteige und das nur noch fühle, wie groß das ist und wie was für ein Riesennetz das ist, wie das alles zusammenhängt. Und
ist es auch hochspannend einfach dann. Und das, ich finde es sogar teilweise spannender, sich die Generation anzugucken, wo es dieses Internet noch nicht gab, weil da ist es für mich wie noch reiner. Mhm. So das Dorf, die Stadt. Und da kann man so noch viel klarere, glaube ich, Linien sehen, wie auch die einzelnen Menschen innerhalb des Dorfes waren und vielleicht in dem anderen so. Ja, vor allem konnte man viel besser nachvollziehen, welche Einflüsse es gab, welche Vorbilder es gab, also um jetzt wieder auf das Thema Vorbilder zu kommen. Und ja, jetzt ist man so überall und nirgendwo, ne? Also es kommen alle Einflüsse herein, man kann sich über alle Zustände überall auf der Welt informieren, also man bekommt sozusagen alles und ist von allem irgendwo auch beeinflusst und ja, ein Stück weit auch gesteuert. Aber ist es nicht, also was Megan, was Sie da sagen, weist mich ganz stark auf so eine Art Überforderung hin, ja? Mhm. Also dass wir haben dann auch nicht mehr die Muße durch diese vielen, vielen Daten, die da alle da irgendwie funken und durch uns durchgehen. Wir haben nicht mehr die Muße, uns wirklich in Ruhe mit der Einzelheit zu befassen. Also auch mit dem Ort, also ich mache in der letzten Zeit ja ganz viele Waldgänge und auch immer wieder dieselben Orte, immer wieder dieselben Wege, natürlich auch mal was Neues wieder. Und ich entdecke irgendwie, jeden Tag sieht das anders aus, die anderen Farben. Da ist was an diesem Ort, an diesem Berg, der ist wahrscheinlich modelliert. Da ist eine Energie, die ist anders, wenn ich auf dem bin, als wenn ich auf dem Sattel zum Nachbarberg bin. Das alles spüren, immer wieder hingehen, prüfen, ist das so? Ja, es ist so. Da kann natürlich einer sagen, Gott, wie langweilig, jetzt läuft die schon wieder da. Ja? Gibt es denn da nichts? Nee, das ist gar nicht langweilig, das ist total spannend. Und wenn ich jetzt aber mir diesen Druck mache, ich muss dauernd irgendwo was anderes, wohin? Also ich mache das ja bewusst, dass ich immer wieder das immer wieder und dann diese Vielfalt in der Einzelheit entdecke. Ja? Und da haben wir auch wieder dieses Mann, diese Mann-Frau-Geschichte. Wenn ich mich selber anschaue oder auch dieses, es gibt ja Missglücken der geschlechtlichen Differenzierung im Mutterleib. Ja, das sind diese Hermaphroditen oder wie sagt man, Zwitter, also richtig natürlicherweise. Die erinnern uns natürlich daran, wie nah sich das steht, das Männliche und das Weibliche, dass das natürlich nicht Welten auseinandersteht, sondern dass es was ganz, ganz Nahes ist. Eine Geschichte eigentlich, ein Mensch, der sich aber irgendwie dann doch in der Nähe, wenn man genau hinschaut, in Tiefen ausdifferenziert, natürlich auch unterschiedlich. Das Geschlecht ist ja einfach auch sehr stark damit gekoppelt, dass man Nachkommen hat. Darüber hinaus ist es schwer, das fest irgendwie zu orten, was da jetzt der Unterschied wirklich dann ist. Und da hat man meines Erachtens auch immer übers Ziel rausgeschossen und da Sachen dran gekoppelt, die eigentlich allgemeinmenschlich sein müssten. Aber diese Erfahrung, man sucht in dem ständigen Abgrasen und sozusagen auch Vernutzen der Vielfalt in der Welt, sein Spektrum zu erweitern, ist aber eigentlich nur überfordert und könnte dieselben Erfahrungen aber dann wirklich auch geerdet und in die Tiefe mit einem Menschen machen. Also ich kann das auch sagen mit einer langjährigen Ehe, das ist so. Man braucht nicht ständig einen neuen Partner. Also der, den man hat, den wissen Sie, dann haben Sie Ihre 25 Jahre und haben ihn vorher schon 10 Jahre gekannt und sagen, eigentlich kenne ich ihn jetzt noch weniger als damals, als ich ihn kennengelernt habe. Es ist wirklich, Sie entdecken immer, immer mehr. Sie können auch Ihre eigenen Kinder nicht wirklich ausloten. Auch das ist eine Erfahrung, die man macht. Ich muss nicht dauernd irgendwie noch was. Und es wird uns aber eine Welt serviert über diese mediale Geschichte, als ob ich immer in dem Außen überall rumschwirren müsste und dann auch sozialer Druck, auch Urlaub fahren und bist du da gewesen und was, du warst heute noch nicht draußen. So. Wir sind überfordert. Wir sind total überfordert. Und die jetzt jung sind, die wachsen da in einen Anspruch rein. Den können sie nicht erfüllen und dann, ja, wer bin ich überhaupt da drin? Also das explodiert. Also um nochmal auf Lukas Explosionsbild zu kommen, es explodiert. Mhm.
Das kann ein so junger Mensch dann nicht mehr leisten. Also noch dazu, wenn er dann gar keine direkten Stützen vielleicht mehr hat oder die selber verunsichert sind, ihre Eltern dann, die Väter und Mütter.